Hallo, guten Tag, herzlich willkommen heute in Santiago de Chile. Also, so wie ich euch versprochen habe, bin ich heute erst angekommen, hier in der Hauptstadt von Chile. Hinter mir habe ich mein Hotel, es heißt Sahara und hat für zwei Nächte 62 Euro gekostet. In diesem Film möchte ich euch jetzt nicht nur das Hotel zeigen, sondern ich möchte euch ein bisschen von der Hauptstadt etwas zeigen, von den Sehenswürdigkeiten. Und morgen geht es dann weiter an die Küste des Pazifischen Ozeans in die Stadt Valparaiso. Und da möchte ich euch genauso überraschen. Also, jetzt geht's los. Ich möchte euch jetzt noch das Hotel zeigen. Das Hotel befindet sich im Zentrum der Stadt. Ich würde sagen, zentraler geht es gar nicht mehr. Das hier ist der Eingang. Hier haben wir den Rezeptionsbereich. Und hier gibt es einen Wohnbereich, einen Aufenthaltsraum. Und das Zimmer Nummer 18 ist meins. Da schauen wir mal rein. Und so sieht das aus. Mit einem Bett und hinten dran ein Badezimmer. Ganz einfach, schlicht und ich würde sagen etwas klein. Aber okay. Und gleich in der Nähe meines Hotels befindet sich ein super schönes Gebäude. Ich vergleiche es einfach mit dem Gebäude im Zentrum neben der Kathedrale in Straßburg. Ist das nicht mega? Nicht nur das Gebäude, sondern auch diese herrlichen Blumen neben mir sind wirklich super. Und gegenüber diesem richtig schönen Gebäude befindet sich wirklich eine sehr schöne Kirche, mit den europäischen vergleichbar. Von da ist ja auch die Abstammung. Ich laufe jetzt einfach durch die Straßen und sehe mal, was mir vor die Augen kommt. Der Fernsehturm. Mitten in der Stadt. Und gleich inmitten der Stadt weht die Flagge Chiles. Die ist mindestens 30 Meter lang und 15 Meter breit. Ein imposantes Zeichen hier inmitten von Santiago. Leute, so ein Bild hat man auch nicht jeden Tag, dass man die Flagge Chiles neben sich hat und einfach zwischen den Wolken fliegt. Also so etwas. Und jetzt befindet sich hinter mir ein Regierungsgebäude, das auch gut überwacht wird. Ich sehe, also, es ist als geschützt vor Demonstranten. Deswegen ist man als auf Distanz. Auf meinem Weg, nächste Sehenswürdigkeit, bin ich jetzt an diese Kirche gestoßen und muss sagen, die ist mir jetzt aufgefallen wegen dem Turm, weil der etwas breiter ist als die europäischen Türme. Aber eine interessante Konstruktion. Ich bin also jetzt auf eine Wandmalerei gestoßen und auf ein super schönes Gebäude. Ich weiß auch nicht, um was es sich handelt, aber im Inneren einfach mit Springbrunnen. Schaut mal diesen Hof an. Es schaut aus wie ein Schloss. Und so sieht das Schloss inmitten der Stadt aus. Herrlich. Ich muss sagen, so ein Gebäude hat man nicht alle Tage. Und hier in Santiago hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt so ein schönes Gebäude neben mir habe. So ein schöner Hof hatte ich auch selten. Mit Blumen, Palmen und auch ein kleines Schloss.
Inmitten der Stadt ist mir aufgefallen, dieses Hochgebäude und diese Statue. Wenn ich mich jetzt drehe, dann ist erkennbar der Berg, der inmitten der Stadt Santiago liegt. Auf diesem Berg befindet sich die Christusstatue und ich möchte mal versuchen, hochzukommen. Ich weiß aber nicht, ob die Seilbahn hochfährt. Das waren die Straßenmusikanten aus Santiago. Ich spaziere gerade auf einer Straße Pino Nanio. Die ist voller Bars und Restaurants. Da vergnügen sich einfach die Leute. Und ich muss sagen, hier ist es schon voll. Ich stehe gerade am Fuße des Berges mit der Christusstatue und stelle mir noch immer die Frage, ob ich die Seilbahn oder die Zahnradbahn finde. Ich habe gerade erfahren, dass die Seilbahn oder die Zahnradbahn nicht funktioniert und geschlossen ist. Somit muss ich jetzt diesen Weg bis oben auf den Berg zu Fuß laufen. Bei einer so schönen Landschaft am Abend kann man nicht Nein sagen. Da macht man den Spaziergang von selbst. Also von hier aus haben wir jetzt die Sicht auf den Weg. Es ist noch ein Stückel zu gehen. Ganz hinten weit sieht man die Christusstatue. Und hier ist sie in voller Pracht zu sehen. Ich muss sagen, das ist die Seilbahn von der anderen Richtung, also von der anderen Richtung der Stadt. Der Platz hier oben auf dem Berg ist wirklich sehr schön eingerichtet. Und man hat von hier oben wirklich einen super schönen Blick auf die Stadt, auf die Neustadt. Bei diesem schönen Ausblick habe ich jetzt mal eine Pause verdient und die genieße ich jetzt. Ich habe jetzt den Gipfel des Berges erreicht und schaue jetzt nach oben und kann feststellen, dass die Christusstatue gerade vor mir ist. Also Leute, wir sind hier nicht in Rio de Janeiro, sondern wir sind in Santiago de Chile. Da gibt es auch so eine ähnliche Statue. Man kann richtig erkennen, dass viele Leute diese Statue besuchen. Auch wenn der Weg so weit ist und man zu Fuß laufen muss von einer Seite der Stadt, weil von der anderen Seite geht als die Seilbahn. Aber das macht ja nichts. Es ist einfach eine Sehenswürdigkeit hier in Santiago. Deswegen laufen die Leute auch diese Strecke. Es lohnt sich, da oben zu stehen. Ich genieße jetzt nochmal die strahlende Sonne heute Abend und dann morgen werden wir uns ganz bestimmt in der anderen Stadt sehen, in Valparaíso. Also bis dahin. Und heute Morgen geht es weiter mit Tourbus für 10 Euro hin und zurück nach Valparaíso. Herzlich willkommen im Valparaíso. Nach einer Fahrt von 2 Stunden von Santiago de Chile bin ich jetzt hier richtig gut angekommen und freue mich jetzt, die Sehenswürdigkeiten dieser Stadt zu sehen. Und gleich im Hintergrund haben wir die erste Sehenswürdigkeit, das ist einfach die Kirche mit dem Berg. Mit Behausungen in allen Farben.
ich muss sagen, dass die Stadt liegt als am Pazifischen Ozean und auf einer Seite ist das Wasser und auf der anderen Seite ist als der Berg. Und da sind als diese Häuser zu sehen, in allen Variationen und Farben. Das freut mich sehr, hier zu sein und jetzt mal dieses Teil der Stadt zu sehen. Also die Stadt Valparaíso ist als bekannt durch ihre Berge mit den gebauten Häusern in allen Variationen, die wir jetzt gerade vor uns haben und die von den Touristen beliebt sind und auch besucht. Ich laufe jetzt gerade Richtung Meer und an einem Eck ist mir jetzt gerade dieses blaue Gebäude aufgefallen mit diesen Palmen. Was für ein Kontrast und ein schöner Blick. Und das hier ist die Hauptstraße, die entlang des Meeres läuft und gleich neben dem Hafen ist. Also liebe Leute, ich war ja jetzt gerade am Meer. Ich habe keinen schönen Punkt hier gesehen, den man filmen könnte. Und somit bin ich jetzt wieder hier ins Zentrum gekommen und befinde mich jetzt an einer zentralen Hauptstraße mit wirklich sehr schönen Palmen. Und etwas anderes hat man hier nicht zu sehen, sondern nur diese Straße. Und im Hintergrund hier auf dieser Seite hat man den Berg mit diesen bunten Häusern. Aber ich muss sagen, für einen Tagesausflug ist die Stadt wirklich schön. Man kann hier gemütlich laufen, mal etwas Neues sehen. Man kann sagen, die ganze Stadt ist ein Marktplatz. Überall auf den Straßen wird etwas verkauft. Und zwischen diesen Händlern hat man auch einen schönen Platz zum Ausruhen gefunden. Am gleichen Ort wird gehandelt und ausgeruht. Das ist hier der zentrale Platz in Valparaíso. Ja, das ist jetzt der zentrale Platz. Da kann ich mal eine Pause einlegen. Und danach geht es weiter. Ich habe einen schönen Platz oben auf einem Berg gesehen mit einer Kirche. Und da möchte ich als die Landschaft von oben sehen. Mal sehen, ob ich das erreichen kann. Auf meinem Weg auf dem Berg kann ich jetzt diese Behausungen von ganz nahe sehen. Und das ist jetzt ein einzigartiges Gefühl. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, die Stadt von oben zu sehen. Und das möchte ich jetzt erreichen. Und wenn ihr nach Valparaíso mal reist und diesen tollen Blick haben möchtet, dann fragt einfach nach dem Friedhof Nummer 2. Der befindet sich gerade hinter mir und hier hat man einfach diesen tollen Blick auf die Stadt. Und da fast alle Gebäude bemalt sind, haben wir hier wieder eine Wandmalerei, die ist wirklich sehr gelungen. Schaut euch mal dieses Mädchen an. Herrlich. Ich sage, das ist ein Kunstwerk an sich. Und dass ihr den Friedhof Nummer 2 nicht verfehlt, mache ich jetzt diese Aufnahmen vom Eingang und von dieser Straße. Rechts von dieser Straße befindet sich schon der berühmte Ausblick. Und dieser Ausblick kommt noch mehr zur Geltung mit einer Blume im Vordergrund. Auf dem Weg durch die Stadt
dürfen diese Blumen nicht fehlen. Man fühlt sich hier wie in einem Rosengarten. Das sind jetzt keine Rosen, sondern andere Blumen. Man kann sagen, dass diese Stadt ist eine Stadt der Künstler, weil so viele Hausbemalungen habe ich noch nirgends auf der Welt gesehen. Ich möchte euch sagen, der jetzige Punkt ist einer der schönsten Punkte, den ich erlebt habe in dieser Stadt. Da hat man wirklich die tollste Sicht. Kann man die Aussichtspunkte noch steigern? Ich muss sagen, ja. Mit diesem tollen Blick auf den Pazifischen Ozean, auf ein Stadtteil von Valparaíso mit einer Kirche im Hintergrund. Ich bin sehr verblüfft von diesem wunderschönen Ausblick und ich muss sagen, ich genieße es einfach hier oben jetzt zu sein. Aber ich denke mal, es gibt viele Punkte, die so schön sind wie hier. Jetzt werde ich mich wieder auf den Nachhauseweg machen und hoffe, dass euch dieser Film hier gefallen hat und ich wünsche euch noch alles Gute, bis bald wieder. In einem nächsten Land. Ich hoffe, ihr konntet es genießen und bis bald wieder. Ciao.